Ja, andere Länder haben grundsätzlich auch ein Fallpauschalensystem. Allerdings ist das so, dass in anderen Ländern das nicht sozusagen allein im Zentrum der Krankenhausvergütung steht, sondern andere Länder haben neben dem Fallpauschalensystem noch andere Zuschlagssysteme wie Zuschläge für ländliche Krankenhäuser, Zuschläge für spezialisierte Zentren. Und die sind vom Geld her auch substanziell. Das heißt also, der Umsatz der Krankenhäuser hängt nicht so stark nur vom Fallpauschalensystem ab. Ja, wir könnten zum Beispiel sogenannte Vorhaltepauschalen übernehmen aus Frankreich. Die gibt es auch teilweise in anderen Ländern. Das sind Pauschalen, die bestimmten Strukturen gezahlt werden. Das heißt zum Beispiel Kinderstationen oder Stationen, die Schlaganfälle aufnehmen. Diese Stationen können eben nicht so gut planen. Das heißt also, die haben mal sehr viele Notfälle, mal eher wenig Notfälle. Und die stehen, wenn sie solche Vorhaltepauschalen bekommen, nicht so stark unter Druck und machen eben auch nicht so schnell ein finanzielles Defizit. Ja, warum sind wir so gut durch die Pandemie gekommen in Deutschland? Der Hauptgrund war, dass wir einen sogenannten ambulanten Schutzwall gebildet haben. Uns ist es gelungen in Deutschland, die betroffenen Patientinnen und Patienten sehr lange im ambulanten System zu halten und eben nur die wirklich schweren, komplexen Fälle stationär aufzunehmen. Und das ist eben auch ein Unterschied zu anderen Ländern gewesen, zum Beispiel zu Norditalien. Das ist uns sehr gut gelungen. Und daraus können wir natürlich auch für die Zukunft lernen. Das heißt also, diese Arbeitsteilung ambulant und stationär hat während der Pandemie gut funktioniert. Und das sollten wir auch in Zukunft machen. Schauen, dass wir die Patientinnen und Patienten so lange wie möglich im ambulanten System halten und erst, wenn es wirklich schwerwiegend ist, komplex ist, dann stationär aufnehmen.